Kommt das Machtwort der Kanzlerin zur Grundrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am Freitag, den 11. Oktober 2019, tagt nachmittags wahrscheinlich die Arbeitsgruppe zur Grundrente, und zwar zum zweiten Mal. Und diesmal sogar mit höchster Besetzung, nämlich mit der Bundeskanzlerin. Die Grundrente soll ja eigentlich zum 01.01.2021 kommen. Viele Menschen warten auf die Grundrente, weil es nämlich durch die Grundrente mehr Rente geben soll. Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister und der Kanzleramtschef, der Helge Braun von der CDU, hatten einen Kompromissvorschlag besprochen. Und zwar ging es bei der Grundrente nicht mehr um die Bedürftigkeitsprüfung, sondern um eine Einkommensanrechnung. Die CDU-Fraktion läuft Sturm gegen diese Variante, denn sie sei ja nicht im Koalitionsvertrag vereinbart, und so ginge das nicht. Kostet alles zu viel Geld. Das sind so die Argumente der CDU. Kommt die Grundrente nicht, ist die Große Koalition in Gefahr. Und genau das hat wahrscheinlich die Kanzlerin auch dazu bewogen, hier in die Beratungen mit einzusteigen und dort letzten Endes auch mit zu moderieren und wahrscheinlich dann auch eine Entscheidung zu finden. Fest steht, so sagt es zumindest Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär, wenn die Grundrente nicht kommt, und zwar ohne Bedürftigkeitsprüfung, ist die Große Koalition am Ende. Der Kampf um die Grundrente ist ein politisches Gemetzel geworden, und zwar auf Kosten der vielen Menschen, die auf die Grundrente warten oder dringend angewiesen sind. Die Rentenberater und Rechtsanwälte von Rentenbescheid 24 merken es wirklich jeden Tag an den Anfragen und Telefonaten, was da los ist und warum die Grundrente nicht kommt und was das eigentlich alles soll. Die Grundrente soll für viele Menschen ein sorgenfreieres Leben gewährleisten. Im Gespräch sind mit der Einkommensanrechnung ca. 2 Millionen Menschen. Davon ganz viele Ost und West. Natürlich Ost und West. Für wen kann die Grundrente treffen oder zutreffen? Für Bestandsrentner oder auch für Neurentner. Voraussetzung: 35 Jahre Grundrentenzeiten. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gedreht. Können Sie sich dann nochmal angucken. Kommt die Grundrente, startet für Sie unser neues Beratungsangebot. Daneben wird es einen aktuellen Ratgeber zur Grundrente geben, und zwar alles auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen und der hoffentlich bald kommenden Grundrente eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.